Bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien macht es auch Sinn, dass gewisse sogenannte Strategiekonzepte zur Anwendung kommen. Strategiekonzepte fassen eine Vielzahl von Analysen bzw. deren Ergebnisse in systematischer Form zusammen, um daraus passende Schlussfolgerungen für die Strategie abzuleiten oder um die Strategieentscheidung abzusichern. Die Produktmarktmatrix stellt ein solches Strategiekonzept dar. In dieser Matrix werden vier grundlegende Szenarien auf Basis spezifischer Produkt-Markt-Kombinationen abgebildet, je nachdem, ob es sich um neue oder bestehende Produkte bzw. Märkte handelt. Jedem dieser vier Szenarien ist eine passende generische Strategieoption zugeordnet, nämlich entweder Marktdurchdringung oder Markterschließung oder Produktentwicklung oder Diversifizierung. Für eine fundierte Strategieentscheidung müssen allerdings die hinter den groben Einzelkriterien stehenden Daten und Informationen noch detailliert bewertet werden. Zum Beispiel muss bei bestehenden Produkten das Portfolio auf seine Qualität hin untersucht werden, etwa durch Anwendung von Lebenszyklus- oder Portfolioanalysen. Und sowohl bei bestehenden Märkten als auch bei neuen Märkten müssen Volumen und Wachstumspotenziale gründlich evaluiert werden. Außerdem existieren bei jeder generischen Strategieoption jeweils unterschiedliche Alternativen, wie diese letztlich umzusetzen ist. Eine höhere Marktdurchdringung kann beispielsweise durch ganz unterschiedliche Methoden erzielt werden. Etwa durch höhere Kaufraten bei den Kunden oder indem Kunden der Konkurrenz abgeworben werden oder durch Neukundengewinnung oder auch durch neue Vertriebskanäle oder durch eine Kombination aus mehreren dieser Möglichkeiten. Die Produktmarktmatrix lässt sich zudem durch die additive Berücksichtigung von Services erweitern. Ein synergetischer Mix aus Produkten und Services liefert somit weitere Strategieoptionen, etwa die Ergänzung des Produktportfolios um produktbezogene Dienstleistungen, wie zum Beispiel Installation, Wartung und Training. Für die Umsetzung der Strategie ist es notwendig, Aktionspläne zu definieren, die alle erforderlichen Maßnahmen inklusive Prioritäten, Verantwortlichen und Terminen enthalten. Dazu müssen strategische Ziele festgelegt und die Strategie operationalisiert, das heißt schrittweise verfeinert und in ausführbare Aufgabenpakete überführt werden. Im Rahmen des Strategie-Controllings wird dann überprüft, ob die Maßnahmen entsprechend der Planung umgesetzt und ob die definierten Ziele erreicht werden. Für diese Aufgaben, die man auch als Geschäftssteuerung bezeichnet, existiert eine Reihe von Methoden und Instrumenten. Aber besonders mit dem Konzept der Balanced Scorecard steht jedoch ein sehr leistungsfähiges Instrument für das Strategiecontrolling zur Verfügung. Einfach ausgedrückt sind Balanced Scorecards strategisch orientierte Kennzahlensysteme, die aus sogenannten Key Performance Indikatoren, oft auch kurz KPI genannt, bestehen, also Schlüsselgrößen, die den Geschäftserfolg anzeigen. Diese Key-Performance-Indikatoren werden bei der Strategieentwicklung durch sukzessive Verfeinerung und Spezifizierung aus übergeordneten strategischen Zielsetzungen abgeleitet. Die KPI umfassen dabei nicht nur monetäre Steuerungs- und Ergebnisgrößen wie Umsatz oder Gewinn. Der besondere Vorzug des Balanced Scorecard-Konzepts liegt vielmehr darin, dass auch nicht monetäre Messgrößen erfasst und verfolgt werden, wie zum Beispiel Liefertreue, Fehlermeldungen oder Trainingstage. Denn der Begriff Balanced bezieht sich auf eine ausgewogene Betrachtung von mehreren, zumeist sind es vier, sogenannten Perspektiven, die für den Unternehmenserfolg entscheidend sind, nämlich Kunden oder Märkte, die internen Prozesse, Mitarbeiter oder Innovationen und schließlich die Finanzen. Bei den KPI handelt es sich genau genommen fast immer um geschäftsbeeinflussende Faktoren, sogenannte Treibergrößen, die die Erreichung der Geschäftsziele maßgeblich beeinflussen. Sie dienen somit als Frühwarnindikatoren. Gefährdungen der Geschäftsziele werden mit Hilfe solcher Indikatoren also frühzeitig erkannt und das Management kann rechtzeitig gegensteuern. Denn zeigen die KPI Zielabweichungen an, so erlaubt eine fundierte Ursachenanalyse die Einleitung von erforderlichen Korrekturmaßnahmen, mit denen die Erreichung der übergeordneten oder längerfristigen Unternehmensziele dann doch noch sichergestellt werden kann. Wie früher bereits erwähnt,
existieren für jede dieser Methoden, nicht nur für die im Detail vorgestellten, sondern für alle 12 zuvor aufgelisteten Methoden, auch Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und in Form unterstützender Excel-Dateien. Ebenso existiert eine sehr umfangreiche Präsentation zum Strategieprozess, weit ausführlicher als diese hier, die noch mehr Informationen zu Vorgehensweisen und Instrumenten bei der Strategieanalyse, Strategieplanung und beim Strategiecontrolling enthält und natürlich auch zu allen hier nicht näher erläuterten Methoden und Tools. Für alle, die daran Interesse haben, bitte besuchen Sie diesbezüglich meine Website www.strategieundplanung.de, über die sowohl die Tools als auch diese ausführliche Präsentation bestellt werden können. Ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Vielen Dank.